Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Gaming4U.de und zwar mit dem Nvidia RTX 4070 Intel Core i5 12400F Gaming PC für 1400 Euro, runtergesetzt von 1450 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal von Kiki Erpel und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist hier nur das Gehäusebild auf der Startseite. Man kann aber auch noch durchswitchen und da sieht man auch Bilder von dem System. Und diese Bilder stimmen auch. Das ist völlig in Ordnung. Das Mainboard stimmt, der Kühler stimmt. Die haben ja auch seitlich nochmal so ein bisschen rein fotografiert. Auch der RAM, die Beleuchtung und so weiter. Das ist völlig okay. Was mich dann schon wieder nervt, das hatten wir auch im vorletzten Video, diese Werbetexte. Das Herzstück des Computers ist die leistungsstarke Grafikkarte. Zusammen mit dem kraftvollen Intel-Prozessor lassen sich alle aktuellen Spiele auf maximaler Grafikeinstellung und hoher Auflösung spielen. Ist totaler Quatsch. Hier ist eine 4070 drin. Maximale Grafikeinstellung, ja, das geht irgendwo, vor allen Dingen jetzt bei so leichteren Titeln wie Valorant oder Rainbow Six oder solche Geschichten. Aber sobald es dann in Richtung Cyberpunk, Hogwarts Legacy und so weiter geht, könnt ihr da auch mit hohen Grafikeinstellungen spielen, ja, aber halt nicht in hoher Auflösung und mit vielen FPS. Nur mal so als Idee, ich habe mir eben FPS-Benchmark mal angeguckt, den verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Bei Cyberpunk, wenn Raytracing auf volle Möhre geballert ist, macht die Grafikkarte 16 FPS in WQAD. Deswegen, ihr müsst da wirklich mit den Einstellungen spielen, kommen wir auch gleich noch zu. Alle RGBs können Sie bequem über ein vorinstalliertes Programm am PC steuern. Ja, das ist die Mainboard-Software. Mit 16 GB Arbeitsspeicher sind Sie für Spiele sowie Büroarbeiten perfekt ausgestattet. Falls gewünscht, lässt sich der Arbeitsspeicher problemlos auf maximal 128 GB erweitern. Ja, 16 GB in der heutigen Zeit würde ich nicht mehr machen. Wenn das jetzt so ein 600-Euro-System ist, ja okay, kann man machen. Aber ab 1000 Euro würde ich schon auf 32 GB gehen. Vor allen Dingen, weil Arbeitsspeicher jetzt nicht mehr so teuer ist. Wie bei allen unserer Systeme ist auch hier eine 1 TB SSD mit Windows 11 installiert. Diese ermöglicht Ihnen einen schnellen Start in weniger Sekunden. Ja, das stimmt. 1 TB müsst ihr dann aber selber wissen, kommen wir gleich auch noch zu. Windows 11 können wir uns jetzt schon mal angucken. Das ist das ganz normale Windows 11 Pro 64-Bit, aktuellstes Betriebssystem. Die Treiber werden, denke ich, auch vorinstalliert. Und das kostet 32,36 Euro bei IT Hardpulse. Kommen wir zu dem Gehäuse. Wir haben hier ein Observatory Light Mesh. Das hat eine Mesh-Front, wie der Name schon sagt, und 4 RGB-Lüfter, 3 in der Front und einen hinten. Das heißt, der Airflow ist soweit gegeben. Hier ist sowieso Hardware verbaut, die jetzt nicht so viel Hitze produziert. Ich hatte das Gehäuse noch nicht zwischen den Fingern, aber ich habe aus vielen Quellen gehört, dass es qualitativ nicht so geil ist. Auch das Kabelmanagement soll nicht so toll sein. Kann euch aber irgendwo auch egal sein mit dem Kabelmanagement. Ihr kriegt das System sowieso fertig gebaut nach Hause. Aber für dieses System reicht es halt, weil Airflow ist halt da und das passt soweit schon. Und das kostet 62,90 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Prime B660 Plus D4. Natürlich haben wir hier schon den Sockel 1700. Da könntet ihr theoretisch auch die 13. und 14. Generation drauf laufen lassen. Macht aber auf jeden Fall vorher ein BIOS-Update, falls ihr irgendwie plant, so ein System zu bauen. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier wird die Haupt-SSD verbaut, dann könnt ihr hier unten noch 2 weitere SSDs verbauen. Hier könnte potenziell so ein kleiner WLAN-Chip Platz finden. Hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr hier einen Erweiterungsslot und hier unten noch 2 weitere für irgendwie vielleicht sogar eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, einmal USB 3.0, USB Typ C ist auch mit am Start, zweimal USB 2.0 und Onboard-Grafikanschlüsse. Könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, ist ein F-Prozessor. Das F bedeutet immer, dass keine integrierte Grafikeinheit vorhanden ist. Zieht das Bild bitte über die Grafikkarte. Das Board ist echt nichts Besonderes. In so einem Preisbereich erwarte ich schon ein besseres Board auf jeden Fall und einen besseren Chipsatz, zumindest B67 oder sowas. Es muss jetzt nicht gleich irgendwie ein Z-Board sein oder ähnliches, aber es geht halt deutlich besser. Es ist zumindest nicht so ein Micro-ATX-Board mit DS3H oder Pro VDH Max oder wie sie alle heißen. Das ist schon irgendwo noch erweiterbar, aber es gibt bessere Boards für den Prozessor allerdings völlig ausreichend. Und das kostet 140 Euro bei neon24.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 12400F. Er ist natürlich schon ein bisschen älter, ist die 12. Generation. Wir sind schon in der 14. Generation. In Kombination mit dieser Grafikkarte reicht er aber noch aus. Kommt aber bitte nicht auf die Idee, irgendwie eine 4080 oder 4090 später da reinzuschmeißen. Das packt der Prozessor dann nicht mehr, dann seid ihr im Bottleneck. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP bzw. 117 Watt Maximum Turbo Power und unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS oder DDR4 3200 MTS. Solltet ihr auf die Idee kommen, mit dem System streamen zu wollen, dann rendert bitte über
über die Grafikkarte. Der Prozessor, der packt das alles nicht auf einmal. Ihr habt dann OBS offen, ihr habt noch einen Browser offen, ihr habt noch Spotify, Discord, irgendein Streambot, wie auch immer. Deswegen macht das dann über die Grafikkarte, wenn ihr unbedingt streamen wollt. Und der kostet 129,89 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070. Da nehmen wir jetzt wie immer die günstigste Grafikkarte bei Geizhals. Es kann aber auch eine andere reinwandern. Auf dem Bild war auch eine andere zu sehen, aber da kann man sich halt nicht drauf festlegen, weil sie halt keinen Hersteller dabei schreiben. Die ist für Full HD und auch WQHD Gaming geeignet. Es kommt immer auf die Titel an. Wenn ihr jetzt natürlich nur Overwatch spielt und Apex Legends und ein bisschen Counter-Strike, dann reicht die Dicke. Wollt ihr wirklich AAA-Titel irgendwie mit 144 FPS spielen, weil ihr einen 144-Hertz-Monitor habt, wird es da ein bisschen eng. Da müsst ihr dann ein bisschen mit DLSS und den Grafikeinstellungen spielen, also nicht alles auf Ultra drehen und so weiter, dann funktioniert das einigermaßen. Den FPS-Test in Kombination mit diesem Prozessor findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 583,73 Euro bei eBay über Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast RGB 16 GB. Das ist DDR4-Speicher mit 3200 MTS. Hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich eben noch gar nicht angesprochen hatte. Das ist ein DDR4-System. Das hätte ich beim Mainboard schon sagen können, sage ich jetzt beim RAM. Ich zeige euch gleich noch eine Alternative mit DDR5, weil das macht im Gaming schon was aus. 16 GB bei 1400 Euro finde ich schon ein bisschen wenig. 32 hätte ich besser gefunden. 3200 MTS, jo, halten Sie sich halt an die Spezifikation von Intel. 3,6er wäre auch schön gewesen. Immerhin haben wir ein Dual-Kit mit RGB-Beleuchtung, also wie es auch eben auf den Bildern versprochen worden ist, das passt dann soweit schon. Aber ich für meinen Teil erwarte halt bei 1400 Euro mindestens 32 GB. Ob jetzt DDR4 oder DDR5, da streiten sich die Leute immer in den Kommentaren drüber, ich wäre auf DDR5 gegangen. Und er kostet 48,33 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 11 700 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Okay, das mit dem Kabelmanagement kann euch irgendwo egal sein, ihr kauft ihn ja fertig. 700 Watt reicht für dieses System ganz easy aus, ihr könnt später sogar noch den Prozessor dann upgraden, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt. Es ist aber schon ein etwas älteres Netzteil. Sprich, ihr habt da noch nicht den neuen Grafikkartenstecker mit dabei. Was bei der 4070 jetzt nicht so schlimm ist, die kommt teilweise mit dem neuen Stecker oder eben ohne. Ein 12er hätte ich da einfach besser gefunden, weil es dann aktueller ist, aber mit dem Netzteil funktioniert die ganze Nummer natürlich auch. Und das kostet 89,04 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Crucial P3 Plus SSD 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde und QLC-Speicher. Gut, ist für einen Gamer jetzt nicht so wichtig. Selbst wenn das jetzt eine SSD wäre, die bei beiden Lesen und Schreiben nur 3500 hätte, hätte ich gesagt, yo, völlig okay. Ob ihr mit 1 TB klarkommt, müsst ihr selber wissen. Ansonsten erweitert über das Mainboard einfach den Speicher. Ihr könnt da auch 2 oder 4 TB SSD reinpacken. Gar kein Thema. Und die kostet 54,99 € bei Mediamarkt.de. Der CPU-Kühler ist ein Endorfi Spartan 5 Max ARGB. Als kleiner Reminder, der Prozessor in den Standardeinstellungen zieht sich 117 Watt. Und der Kühler kann laut Hersteller 180 Watt abtragen. Den hatte ich auch schon im Test, der hat es sogar geschafft, einen 12.700K unter Volllast zu kühlen, von daher ist das völlig okay. Ist jetzt qualitativ nicht der beste Kühler, kann man aber machen in dem Preissegment. Und der kostet 24,99 € bei Alternate. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.166,23 €. Und das System kostet 1.400 €, runtergesetzt von 1.450 €. Das bedeutet für euch, ihr zahlt ca. 230 € auf. Aufpreis fürs Zusammenbauen und den ganzen Schnickschnack, der da noch drum rumkommt. Finde ich in dem Preissegment ein bisschen teuer. Wenn das System jetzt, sage ich mal, 2500 gekostet hätte, jetzt mit einer anderen Config natürlich, und da hättet ihr dann irgendwie 230 € Aufpreis, hätte ich gesagt, ja komm, ist okay. Aber bei 1400 € finde ich das ein bisschen happig. Zumal nach Rückmeldung aus der Community halt das Gehäuse nicht das Beste ist, das Netzteil ist auch schon ein bisschen älter, der Prozessor ist auch schon ein bisschen älter. Ist so ein bisschen Resteverwertung. Auch das Mainboard mit DDR4, das muss nicht sein. Beim vorletzten Video hatten wir Dubaro als Alternative. Jetzt kommen wir mal wieder zu MyPC. Und zwar haben wir hier den Gaming-PC RTX 4070 i5 13400F. Hier seht ihr schon im Titel, der Prozessor ist aktueller, also eine Generation voran. Ebenfalls für knapp 1400 €. Bei der Grafikkarte bekommen wir das Gleiche. Auch da wird der Hersteller nicht fest benannt. Der Prozessor ist allerdings schon aktueller. Und da seht ihr jetzt auch schon der 10 Kerne anstatt 6, also 6 Performance und 4 Efficiency Cores, beziehungsweise 16 Threads, 12 Performance Threads und 4 Efficiency Cores. Hat dadurch natürlich auch eine höhere TDP, ganz klar, aber der Prozessor ist auch deutlich leistungsstärker als der 12400F. Der CPU-Kühler ist ein Thermaltake UX200 SE ARGB. Den hatte ich selber noch nicht im Test, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, ob er das wirklich schafft. Wenn man jetzt die Werte vergleicht, 148 Watt, die er sich 56 Sekunden im Turbo reinpfeifen kann, gegenüber den 170, passt das irgendwo. Wenn es bei diesen 56 Sekunden bleibt, schafft der Kühler das mit Sicherheit. Solltet ihr den Prozessor aber ungebändigt laufen lassen, wird es dann irgendwann eng, vor allen Dingen unter Volllast. Im Gaming reicht der Dicke, hat vom Design her auch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so weiter. Kann man ungefähr vergleichen mit dem anderen Kühler. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz entscheidenden Punkt.
Arbeitsspeicher 32 GB, also Dual Channel 2x16 GB, DDR5 6000 MTS G-Skill Ripshots S5 CL30. Der hat 6000 MTS, wie der Name schon sagt, und CL30 und es ist das Doppelte an RAM, anstatt 16 GB, 32 GB. Und glaubt mir, das merkt ihr im Gaming. Mit der Grafikkarte, ja gut, werdet ihr auch was merken, aber vor allen Dingen, wenn ihr später eine stärkere Grafikkarte nehmt, merkt ihr das, dass es halt schon der aktuelle Standard ist und eben CL30 Timings. Das Mainboard ist ein MSI B67 Gaming Plus Wi-Fi. Allein was das Design angeht, seht ihr schon, da ist mehr los. Okay, wir haben auch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere. Ihr habt aber viel mehr Erweiterungsslots, je nachdem, wie ihr sie nutzen könnt, wegen der Grafikkarte. Der Kühler überdeckt manchmal so einen Erweiterungsslot. Was die Anschlüsse angeht, habt ihr 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start, Netzwerkanschluss, Onboard-Grafik, wie immer, bitte nicht benutzen, funktioniert sowieso nicht mit dem Prozessor und PS2-Anschluss. Das ist zwar jetzt von den Anschlüssen her auch nicht so geil, aber geiler als das andere Board. Vor allen Dingen, weil ihr WLAN und Bluetooth schon mit dabei bekommt und das nicht noch irgendwie über eine kleine Steckkarte oder PCI Express Karte erweitern müsst. Die SSD ist auch eine 1TB, eine Alexa NM620, die ist ein Stückchen langsamer als die andere SSD, aber wie gesagt, eben schon im Gaming macht das jetzt nicht den riesen Unterschied. Ich habe das auch mal getestet, sogar mit einer SSD, die nur 1000 geschafft hat und selbst da merkt ihr keine Unterschiede im Gaming. Das Gehäuse ist ein Enderfy Ventum 200 ARGB mit Glasfenster. Also ich hatte schon viele Enderfy Gehäuse hier, das ist natürlich jetzt die günstige Serie, ist auch nichts Besonderes, hat aber auch eine Meshfront und bringt auch schon 3 RGB-Lüfter in der Front und einen im Heck mit. Das heißt, vom Design her tut sich da nicht viel. Das Netzteil ist ebenfalls ein BeQuiet Pure Power 11, allerdings nur 600 Watt anstatt 700 Watt, reicht aber für das System immer noch völlig aus. Nehmt euch natürlich so ein bisschen die Erweiterbarkeit. Ihr könnt da jetzt keine 4090 reinschmeißen. Würde ich in Kombination mit dem Prozessor sowieso nicht machen. Ja, es sei denn, ihr zockt in 4K, da macht es keinen großen Unterschied mehr. Aber wenn ihr da wirklich plant, eine stärkere Grafikkarte zu nehmen, dann fragt da vielleicht an, falls ihr den PC kaufen wollt, ob ihr ein stärkeres Netzteil bekommt. Hier ist auch keine Windows 11 Lizenz dabei. Es wird vorinstalliert mit Treibern, allerdings müsstet ihr euch dann immer noch einen Key kaufen. Und schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte. Hier habe ich einfach die gleiche genommen wie in der anderen Liste auch. Das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1280,15 Euro. Und das System kostet knapp 1,4. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von 120 Euro gegenüber dem anderen System, was natürlich schon weit über 200 Euro fürs Zusammenbauen lag. Um das Ganze jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Ihr bekommt ungefähr die gleiche Grafikkarte. Ihr bekommt einen besseren Prozessor. Ihr bekommt einen gleichwertigen Kühler, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte ihn zwar noch nicht in der Hand, aber ja, von der Leistung her reicht das. Der Arbeitsspeicher ist deutlich besser. Das Mainboard ist allein vom Chipsatz deutlich besser mit WLAN und Bluetooth. Die SSD ist ein bisschen langsamer. Wie gesagt, im Gaming ist es wurscht. Das Gehäuse müsst ihr selber wissen. Von den Lüftern her ist es die gleiche Anzahl. Das Netzteil ist etwas schwächer, allerdings für den gleichen Preis das ganze System. Also ich muss hier halt sagen, es ist jetzt nicht die totale Abzocke. Es ist aber schon alles veraltete Hardware, deswegen würde ich eher das MyPC-System nehmen oder irgendeinen Dubaro Hardware-Deals-PC. Ich habe da eben reingeschaut, der hat ähnliche Konfigurationen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.